Und weiter geht es direkt. Easy City Downs. Ach, das kennen wir doch alle schon. Beziehungsweise das haben wir vorhin. Spionagehandwerk. Okay, dann treffen wir uns mal mit ihm bei der alten Autobahn. Wo ist denn die alte Autobahn? Ach, da mitten im Nirgendwo. Level 22. Ich glaube, ich skill jetzt mal den Wiederverwerter. Dürfte ja... Ach, hier waren wir doch schon mal. Hier waren wir doch schon mal. Hier haben wir doch die Jünger des Atoms, oder wie die sich die... Die Sesselfurzer des Atoms haben wir da umgebracht. Kinder des Atoms. Die Bruderschaft versucht seit Jahren, den Grund dafür herauszufinden. Ja, nicht nur ihr versucht das herauszufinden, wie die strahlenresistent geworden sind. Vielleicht können wir das Geheimnis ja irgendwie von denen erfahren. Dann müssen wir aber wieder zu den Typen im Krater. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Na, wen haben wir denn da? Hm, der hat ziemlich viel ausgehalten. Oh, er hat sich verkleidet. Bist du das? Gefällt dir die Verkleidung? Meine Ödländer-Tarnung? Das hier ist mein Müllhaufen, Arschloch. Verpiss dich. Gut, nicht wahr? Hast Glück, dass ich nicht auch mein Gesicht getauscht habe. Gesicht getauscht? Kannst dein Gesicht wechseln? Ich lege mich alle ein, zwei Jahre unter das Messer. Neues Gesicht, neuer Körper, Unterneuerung, um meine Feinde zu verwirren. Ich hätte dich fast nicht erkannt. Darum ging's ja. Kommen wir zum Auftrag. Die Railroad nutzt erst seit kurzem die Old North Church. Unsere alte Basis war unter Slocum Joe's. Wir hatten uns echt gut eingerichtet, bis das Institut uns schließlich fand. Hört sich echt schlimm an. Das war eine echte Katastrophe. Ein Gemetzel. Den Überlebenden fehlte die Zeit, alles mitzunehmen. Da sind noch ein paar Dinge, die wir rausholen können. Wonach genau suchen wir? Das verrate ich dir, wenn wir drin sind. Ich weiß, dass das blöd ist, aber strategisches Unwissen hat unsere Organisation schon so manches Mal gerettet. Wir haben einen Touristen in der Nähe. Er oder sie hat Infos über die Basis. Also besuchen wir ihn, bevor es losgeht. Fürs Erste gehe ich mal vor. Also ich suche nach Bahnsignalen. Symbole, mit denen wir einander Botschaften schicken. Wenn du so willst, haben wir Zeichen und Gegenzeichen, tote Briefkästen, sogar einen geheimen Handschlag. Gut, der Handschlag wurde nie richtig angenommen. Wie dem auch sei, der Tourist sollte uns eine Spur hinterlassen haben. Ah, da ist ja ein Warnsignal. Der Pfeil in der Mitte zeigt die Richtung an. Unser Tourist ist also vor uns. In der Wald. Na los, komm. Was ist denn hier ein Signal? Hier ist doch gar kein Signal.
Oh. Und noch eins. Wir sind sicher gleich da. Wie wäre es, wenn wir uns unterhalten, sobald dein Freund hier ist? Nein, jetzt. Wenn wir uns unterhalten, sobald dein Freund hier ist? Ja, wo bleibt er denn? Mann, 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 Mann. Wenn wir uns unterhalten, sobald dein Freund hier ist. Dem Himmel sei Dank. Hast du einen Geigerzähler? Hast du einen gottverdammten Geigerzähler? Ja. In meinem Pip-Boy ist einer integriert. Warte, was? Immer mit der Ruhe. Er wollte sagen, meiner ist in der Werkstatt. Puh, das klingt schon besser. Mir ist ganz schön die Pumpe gegangen. Wer zur Hölle ist der da? Das Hauptquartier wollte einen Agenten schicken, nicht zwei. Tut mir leid, ich bin neu. Er zeigt mir gerade, wie alles so läuft. Schon gut. Die Mauer sei mein Zeuge. Ich dachte, ich wäre tot. Höchste Zeit, dass ihr Mistkerl aus dem Hauptquartier endlich auftaucht. Alles gut, jetzt sind wir ja da. Du bist in Sicherheit. Du willst mir erzählen, dass ich in Sicherheit bin? In eurem Slocum Joe's wimmelt es nur so von gottverdammten Synth-Wichsern mit Chromschädeln. Die Front ist von vorne bis hinten befestigt. Die haben da alles mit Minen vollgestopft. Die haben ein Minenfeld? Ja, die Mutter aller Minenfelder. Unmöglich, da eine Karte zu zeichnen. Was meinst du mit Chromschädel? Du weißt schon, diese frühen Modelle sehen aus, als wäre Metall über mechanische Innereien gestülpt worden. Die sieht man hin und wieder, wenn sie Gott weiß was für das Institut erledigen. Ich weiß zu schätzen, was du getan hast. Ich hoffe, es hilft auch was. Wirklich. Sobald es sicher ist, verziehe ich mich schleunigst von hier. Wenn du also noch was brauchst, solltest du mich bald fragen. Unser Ricky ist ja ein echter Sonnenschein. Meinst du, er sagt die Wahrheit? Apropos Wahrheit. Warum hast du Ricky angelogen? Mein Ressort in der Railroad sind Informationen. Es ist einfacher, wenn niemand weiß, wer ich bin. Gut, ich habe gelogen und das tue ich eben. Du konntest mit ihm plaudern, während ich mir das Ganze genau angesehen habe. Teamarbeit eben. Er kommt mir nicht wie der unehrliche Typ vor. So sehe ich das auch. Die erste Regel in diesem Geschäft ist es, nie gegen sein Gespür zu handeln. Wenn wir ihn also beim Wort nehmen... An der Vordertür lauern Minen, Synths und sicher auch ein paar andere spannende Dinge. Wir gehen also durch den Fluchttunnel rein. Das ist ein Plan. Der Tunnel ist sicher einfacher als ein Frontalangriff. Einfacher, aber kein Spaziergang. Geh vor, Kumpel. Ich gebe dir Deckung. Okay, als allererstes müssen wir hier mal wieder runter. Gut. Dann säubern wir doch einfach mal das Hauptquartier von denen und besorgen ein paar Informationen. Bingo, bango, bongo, I'm up in the jungle. Oh, was haben wir denn da? Oh, ein Power Armor.
bin durch. Schneller gehackt als ob was da wohl drin ist. Ein Power-Armor, aber... Verdammt, jetzt habe ich natürlich nicht drauf geachtet. Was für eine? Schrotthaufen. Hast du keine Ahnung. Das ist eine ganz hervorragende Power-Rüstung. Ich weiß auch nicht ganz genau, welche ich jetzt gerade trage. Na egal. Ach, kann ich jetzt meine Powerfaust kann ich nicht tragen, wenn ich... Ach, verdammt. Ab durch den Abwasserkanal. Wir sind drin. Der Hintereingang ist sicherer, aber rechnet mit Generation 1 und 2. Höchste Zeit, dass du erfährst, warum wir hier... Wir sind drin. Der Hintereingang ist sicherer, aber rechnet mit... Generation 1 und 2. Ja, ja, ja. Ach, komm schon. Schön. Einfach so lange probieren, bis man's hat. Schön. So. Tür ist offen. Wir sind drin. Der Hintereingang ist sicherer. Aber rechnet mit Generation 1 und 2. Ich lasse ihn diesmal mal ausreden. Höchste Zeit, dass du erfährst, warum wir hier sind. Wir holen uns einen Prototypen, der vom guten Dr. Carrington entwickelt wurde. Mhm. Jemand hat ein Warnsignal hinterlassen. Das hier bedeutet Ärger. Ja. Das Gute bei der ganzen Sache hier ist jetzt, ich krieg oder was auch immer sie sind. Ich weiß, dass sie da draußen sind. Siehst du das Viereck in der Mitte des Bahnsignals? Das bedeutet, dass in der Nähe etwas versteckt ist. Offenbar konnte Maven etwas in Sicherheit bringen, bevor... Weißt schon, schau dich mal um. Tüfteltom konnte die Verteidigungsanlagen noch aktivieren. Hat die Runner wohl kaum gestört, aber hey, vielleicht hat es ein paar Leben gerettet. Du hast wohl noch nie einen Runner gesehen, aber das sind echt fiese und hochmoderne Spielzeuge des Instituts. Fusionszelle, Bunkrocken, Fusionszellen. Falls nötig, wäre diese Befestigung ein ausgezeichneter Rückzugsort.
dieses Terminal. Wir hatten nicht die Zeit, die Verteidigungsanlagen vor uns hochzufahren. Schalte sie ein. Turmsteuerung. Aktivieren. Kleine Überraschung für unsere Freunde. Sie müssen terminieren. Ach ja, eine kleine Überraschung. Kryomine Planke. Wir sind ja noch nicht mal drin, wir sind ja immer noch im Abwasserkanal. Nee, Flames ist auch nicht. Terms könnte es sein. Auch nicht. Ist es auch nicht. Trash könnte es sein, auch nicht. Guide. An dritter Stelle muss ein A sein. Cleanse. Auch nicht. Verdammt. Also. Und gleich mal die Tür öffnen. Und schon sind wir auch hier drin. Switchboard. Der Prototyp ist im Zentrum der Einrichtung weggesperrt. Okay. Gleich mal das Terminal hier benutzen. Wöchentliches Update. Halloween Party. Sehr schön, noch ein Fusionskern, falls uns der eine hier ausgeht. Weil, hier haben Leute versucht noch zu überleben. Oder vielleicht auch nur geschlafen, wer weiß das schon. Zentrales Terminal, Experte, ja, das könnte ich natürlich jetzt wieder hacken. Ernsthaft? Es geht nicht, solange ich in einer Power-Rüstung bin. Das ist doch ein schlechter Scherz. Was haben wir hier drüben? Ne, da waren wir ja schon drin. Ja, natürlich. Ich kann auch gerade mal schauen, was für eine Power-Arm. T45, okay, ja. So, na komm, setz. Conducted? Jawohl.
Anchorage-Entwarnung, DEFCON 3. Schwadron große Höhe über Beringstraße-Gesicht, mögliche chinesisch. Wiederholte MX. Aha. Datenbank beschädigt. Okay, das ist irgendeine geheime militärische Einrichtung. Das finde ich schon mal gut. Geheime militärische Einrichtungen haben immer gute Klamotten. Gut. Dance hat das gefallen. Sepulier. Destroyed. Ey, was? Gut, klasse. Deaktivieren. So, jetzt fliegt uns hier gleich auf jeden Fall nicht alles um die Ohren. Das ist schon mal schön. Und es geht dann in der nächsten Folge weiter. Bis dahin.